Sagen Sie mal, wie lange müssen wir denn noch durch dieses Loch kaufen? Mir fehlen noch Informationen über den Baugrund. Und vielleicht kann ich über die Bausubstanz Rückschlüsse darauf ziehen. Kommen Sie mal her, ich habe hier etwas gefunden. Das nehme ich mal mit und werde es im Labor untersuchen. Material Kristallglas, die Kantenlänge war 10 x 10 cm, leichte Fraktur bei 2,3. Ich schätze Lasergravurtechnik, Anfang 21. Jahrhundert. Kann künstlerischen, aber auch wissenschaftlichen Hintergrund haben. Suche Glaskubus 21. Jahrhundert. Lasergravurmodell. Raum Sachsen-Anhalt. Audiovisuelle Aufzeichnung bitte anzeigen. Sehen, was unter der Erdoberfläche ist, ohne nach und nach mühsam Schicht für Schicht abtragen zu müssen. Genau das macht Professor Peter Wischisk vom Geologieinstitut der Martin-Luther-Universität jetzt möglich. Und zwar mit einem geologischen Modell aus Glas. Der Glaskubus ist ein geologisches 3D-Modell des Untergrundes, der alle geologischen Informationen, die modelltechnisch im Rechner erfasst wurden und bearbeitet wurden, darstellt. Am Anfang waren die Modelle noch sehr überschaubar klein. Mittlerweile haben wir die Einzelkuben mit über 50 Millionen Einzellaserpunkten und einer Laserzeit von 2,5 Tagen. Und diese Darstellung ermöglicht den bestmöglichen Einblick ins Gestein. Modelle der Städte Magdeburg, Halle, Berlin und Wien sind bereits entstanden. Auch die chinesische Regierung ist schon auf die Modelle aufmerksam geworden. Eine Delegation war bereits zu ersten Gesprächen in Halle zu Gast und zeigte sich begeistert. Die Idee für das Modell hatte der Geologe bereits vor einigen Jahren. Ich bin vor Jahren mal auf einer Reise nach Südostasien in Singapur am Flughafen zwischengelandet. Und habe da sehr hochwertige Glaslasergravuren gesehen, die mich sehr beeindruckt haben. Und da ging mir durch den Kopf,
Eigentlich müsste man Geologie auf diese Art auch sichtbar machen können. Die Modelle machen geologische Daten sichtbar, die sonst in Form von Einsen und Nullen auf Festplatten gespeichert sind und auch nur mit Hilfe von Computern sichtbar werden. Im Gegensatz zu elektronischen Daten haben die Glasmodelle auch den Vorteil, dass sie beliebig lange haltbar sind. Selbst einem Hochwasser halten die Kuben stand. Was Sie hier sehen, ist ein dreidimensionales geowissenschaftliches Lasergravurmodell aus dem 21. Jahrhundert. Ein Verfahren zur Visualisierung und Archivierung von geologischen Daten. In diesem Fall konnte ich über 1 Million Laserpunkte berechnen und anhand dieser Daten die geologischen Originaldateien extrahieren. In diesem Strukturmodell sehen wir den geologischen Untergrund unseres Planungsgebietes bis in eine Tiefe von 1000 Metern. Die Daten belegen, dass das Bauvorhaben unseres Hochbauwerkes HN93MD durchführbar ist. Damit kann das Projekt Zukunftsstadt 2100 in der Kulturhauptstadt Halle-Saale planmäßig starten.